Hi, grüß dich. Leute, wir sind heute bei Deep Classics. Hi Leute, wir sind heute bei Deep Classics und warum sind wir hier? Um einen Kompakt abzuholen. Wir haben hier nämlich ein paar Tage an dem Kompakt gearbeitet, wie ihr mitbekommen habt. Wir haben einiges umgebaut, einiges modifiziert, alles für German Drift Wars vorbereitet. Hi Leute, ich heiße Stas. Ich habe mich zusammengetan mit den Jungs von Anti Drift Drift Club, um beim German Drift Wars ein geiles Wochenende zu verbringen. Wir werden dort driften. Aktuell geben wir Vollgas, um unsere Autos fertig zu bekommen. Also uns erwartet wirklich ein richtig geiles Event mit Verpflegung, mit viel Drag Race, mit Driften. Es wird geil, kommt vorbei. Moin, ich bin Mika. Letztes Jahr war geil. Dieses Jahr wird es noch viel geiler, querer, schneller und kommt vorbei und zieht euch die Szenen von letztem Jahr rein. So Leute, ich bin Chris, wir sind vom 18. bis 21. Mai in Eisenach-Kindel für euch am Driften. Mit Mika, mit Stars, von morgens bis abends, holt euch ein Ticket und gönnt euch ein richtig geiles Drifterlebnis. Bevor wir einfach dahin fahren und auf Trockenem dann irgendwas abreißt, wollen wir erstmal auf Nassem beim Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring das Ganze testen. Also drückt mir die Daumen, lasst uns den Kompakt aufladen und zum Nürburgring fahren. Wir sind am Ring angekommen, gehen jetzt zur Fahreranmeldung, registrieren uns und legen los. Wir sind startklar. Als erstes fährt Janis. Der wird jetzt unseren Kompakt auf Herz und Nieren prüfen. Kannst ruhig Vollgas geben. Das Ding hat richtig Grip. Geile Chance. Was sagst du zum Auto? Das Auto macht echt Bock, also ganz ehrlich. Ja? Ja. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, mich erwartet hier jetzt ein richtiger Schrotthaufen, gell? Aber muss sagen, das macht echt Bock. Mülltemperatur gefällt mir nicht, aber das habe ich mir schon gedacht. Siehst du, der läuft zu heiß. Oh. Machen wir die Motorhaube auf, ne? Scheiße, Kamera.
bekommst das. Ich weiß nicht, aber das hat irgendwie irgendwas, irgendein Problem hat das. Keine Leistung. Sieht auch scheiße aus, habe ich ihm auch schon gesagt. Ja, das ist die Sache, die kann man noch verkraften. Aber die Sache mit der keinen Leistung ist schon so eine Geschichte. Also ich glaube, ein V8 oder ein Turbo würde sich da drin definitiv besser machen. Auto geht aus. Wenn die Kupplung fällt, geht's aus. Das ist schlecht. Und? Kapitaler Motorschaden. Nee, noch nicht, aber der geht immer aus. Warum? Im Leerlauf, keine Ahnung, deswegen bin ich da abgewürgt, wo ich rückwärts komme. Was ist das denn hier? Ja, da bläst er halt ein bisschen Öl raus, das müssen wir sauber machen. Deswegen rutscht der nur über die Vorderachse. Ansonsten vielleicht wegen Kurbenwellen, Gehäuseentluftung oder so. Oder vielleicht ist der Schlauch hier abgegangen. Mach mal an. Guck mal, der Schlauch ist abgegangen hier. Ich glaube, der geht zum Benzindruckregler. Ja, der ist abgegangen. Das ist noch vom Turboumbau vielleicht. Ist noch was übrig geblieben. Hier ist doch noch ein Anschluss, oder? Ja, aber eben lief der ja. Keine Ahnung, ich glaube, unter der Ansaugbrücke ist noch ein Anschluss davon, aber... Ich versuche mal zu sparen, kannst du erst mal anfangen. Deswegen hat er vielleicht keine Leistung. Wir haben jetzt unser erstes technisches Problem. Und zwar, das Auto geht ständig aus im Leerlauf. Jetzt haben wir mal ein bisschen geguckt und mir ist aufgefallen, dass unter der Ansaugbrücke dieser Leerlaufventil abgegangen ist. Jetzt müssen wir irgendwie da dran kommen, das Ding wieder reinstecken, starten und hoffen, dass das Auto wieder fährt. Außerdem bin ich ja jetzt auch ein bisschen rumgerutscht und nach 10 Minuten ist mir aufgefallen, dass ich mit festgezogener Handbremse gegriffen habe. Aber danach hat es besser geklappt, muss ich sagen. Also lass uns jetzt die Probleme beheben und weiterfahren. Haben Sie vielleicht eine 36er mit? Oder ein Schlüssel oder so, womit man den Öldeckel... Ja, Maulschlüssel würde schon reichen. Das hat man gar nicht gesehen. Gib mal bitte die Kabelbinder. Ja, bitte. Nee, nur Kabelbinder. Five minutes later. Was soll ich sagen? Das sieht nicht gut aus. Das Auto steht. Ich glaube, Janis ist irgendwo reingefahren. Was hast du da gebaut? Ich habe Lenkwinkelkit eingebaut. Ja. Was hast du gemacht? Genau, du hast Lenkwinkelkit eingebaut. Die sind gerade kaputt gegangen. Was ist denn los? Ja, gut so. Ja, was hast du denn gemacht? Bist du gegengefahren irgendwo? Nein. Ja, also danach. Was ist denn da? Spurstange? Dein Achsschenkel ist gebrochen, der Kugelschweißer. Also Leute, so wie es aussieht, ist das Event heute vorbei für uns. Der umgeschweißte Achsschenkel ist nämlich gebrochen. Was soll ich sagen? Das ist halt auch gefährlich. Also am besten sollte man sich vernünftige Lenkwinkelkits kaufen und nicht so selbstgebasteltes. Weil das kann auch richtig in die Hose gehen. Lass uns jetzt einfach das Auto aufladen, in die Werkstatt fahren, wieder alles zuschweißen und weiterfahren. Was soll ich sagen? Hier, ein bisschen schade natürlich. Ich glaube, wir kriegen das wieder hin. Also lasst einen Daumen hoch da für Wiederbelegung von Compact. Vielleicht kommt da noch ein Turbo drauf bis zum German Race Wars. Also, ich hol mal. Alles klar. Bist du enttäuscht? Ach, es geht. Ich glaube, die da hinten sind mehr enttäuscht über ihr zwei Kratzer in der Stoßstange. Was, ist da jemand reingefahren, oder? Ja, ja. Bei uns rein oder bei denen? Ja, ja. Die sind bei uns reingefahren? Nein, ja, ich bin mit denen dann reingerutscht. Achso. Ah ja, kann passieren. Ja. Also, da ist anscheinend ein zweites Auto noch beschädigt. Ich guck's mir jetzt an. Ansonsten machen wir erstmal Schluss und schauen uns das Auto dann auf der Bühne mal genauer an.